Ein uralter Traum der Menschheit ist in Erfüllung gegangen. Der Mensch kann in die Schöpfung eingreifen und Lebewesen nach eigenem Gutdünken erschaffen. Im Licht der Forschung erscheint das Leben als eine Abfolge molekularbiologischer und chemischer Vorgänge, die der Mensch von Tag zu Tag besser beherrschen lernt. Vorbei ist die Zeit, in der erst nach vielen Generationen Tiere und Pflanzen durch Züchtung den Bedürfnissen des Menschen angepasst worden sind. Durchbrochen die Schranke der Natur, die Kreuzungen von Arten nur in seltenen Ausnahmefällen erlaubt. Die Wissenschaft hat den Zugriff auf einzelne Erbeigenschaften ermöglicht. Mit der Gentechnik kann man in kurzer Zeit zu geplanten Zuchtzielen kommen. Man kann sogar Gene, also einzelne Erbeigenschaften, von artfremden Lebewesen übertragen und dadurch Bakterien, Pflanzen und Tiere erschaffen, die in der Natur nicht vorkommen. In den USA gibt es bereits neue Berufe und neue Bezeichnungen. Der Geningenieur, der Pflanzendesigner und die Designerpflanze. Gentechnik fasziniert mich, weil ich damit Zierpflanzen verbessern kann. Mit der Gentechnik können wir die perfekte Pflanze konstruieren. Wir produzieren jetzt Petunien, die mit halb so viel Wasser auskommen, weil wir in unsere Petuniensorte ein Gen dieser Kaktuspflanze eingeschleust haben. Der amerikanische Chemiekonzern Monsanto hat Gerste und Weizen genetisch so verändert, dass sie immun gegen das Unkrautvertilgungsmittel sind, das Monsanto selbst erzeugt. Man kann nun das Herbizid auch während des Wachstums der Kulturpflanzen mehrmals ausbringen. Das Unkraut wird vernichtet, den Nutzpflanzen schadet es nicht. Dieselbe Firma erzeugt auch krankheitsresistente Baumwollpflanzen. Wissenschaftler der Durham-Universität haben als erste ein Gen in Kulturpflanzen übertragen, das einen Giftstoff gegen Raupen produziert. Die Pflanze selbst wird zum Schädlingsbekämpfungsmittel. Andere Gene produzieren Gifte, die für Heuschrecken tödlich sind. Die Pflanzen, in die dieses artfremde Gen eingeschleust wurde, vererben ihre neue Eigenschaft. Der Saatgutproduzent ICI hat eine neue, genetisch veränderte Tomatensorte entwickelt. Die Tomaten bleiben nach der Ernte wochenlang frisch und damit transportfähig. Eine Spezialität, die bald am Markt sein wird. Der Nahrungsmittelerzeuger PepsiCo plant eine genetisch veränderte Kartoffel, die man besser zu Chips verarbeiten kann. In 2 Jahren werden die Gentechnik-Chips in den Handel kommen. Gesundheitlich unbedenklich, versteht sich. Für mich besteht kein Zweifel. Da gibt es überhaupt kein Risiko. Damals, als Elektrizität erfunden wurde, haben die Leute ähnlich reagiert. Gentechnik ist großartig und wir müssen da mitmachen. Das Landwirtschaftsministerium der USA finanziert ein Projekt, bei dem Gene von Hochlandpflanzen gesucht werden, die empfindlichere Pflanzen resistent gegen zu starke Ultraviolettstrahlung machen. Durch eine Vergrößerung des Ozonlochs könnten nämlich großflächige UVB-Strahlungsschäden an Nutzpflanzen auftreten. Diesem Katastrophenfall will man mit UVB-resistenten Pflanzen begegnen. Am Weizmann-Institut in Israel haben die Forscher Gene von wildem Weizen in mehrere Zuchtsorten übertragen. Daraus entstand eine neue Weizensorte mit einem wesentlich höheren Eiweißgehalt. Auf einem Versuchsfeld des Instituts wird der maßgeschneiderte Weizen seit 2 Jahren geerntet und anschließend zu Mehl und Brot verarbeitet. Bei Tieren glückte die Veränderung der Erbanlagen zunächst nur bei winzigen Fliegen, später dann bei Mäusen und nun auch bei landwirtschaftlichen Nutztieren. Das transgene Tier ist Realität geworden. Ein gentechnisch hergestelltes Wachstumshormon soll die Milchleistung von Kühen in den USA steigern. Die Anwendung ist allerdings noch nicht erlaubt. In den Niederlanden experimentiert man mit menschlichen Genen in Kühen. Der erste Versuch, menschliche Wachstumsgene in ein Schwein einzubauen, scheiterte kläglich. Die Tiere konnten kaum stehen, geschweige denn sich fortbewegen. 3 Schweinegenerationen später hat das schnell wachsende Schwein mit dem menschlichen Gen reelle Marktchancen bekommen. This is a transgenic pig
Das ist ein transgenes Schwein mit einem menschlichen Wachstumsgen. Es ist der Enkel von dem Schwein, dem wir zuerst das Gen eingepflanzt haben. Es ist ziemlich mager. Wir geben ihm nicht viel zu fressen. Sonst wird es zu schwer, zu fett und bekommt Bewegungsschwierigkeiten. Ein genetisch aufbereiteter Hautfaktor von Mäusen wird in Australien Schafen injiziert. 6 Wochen später kann man die Wolle mit bloßen Händen ernten. Das spart zwar die Kosten für den Schafscherer, man muss aber die Schafe in Netze verpacken, damit sie die Wolle nicht am falschen Ort verlieren. Es scheint doch nicht alles so problemlos zu sein, wie es die Befürworter der Gentechnik weismachen wollen. Die strengen Sicherheitsvorkehrungen bei Freilandexperimenten mit genetisch veränderten Lebensformen tragen ebenfalls nicht dazu bei, Ängste abzubauen. Absperrungen und Zäune dienen weniger dazu, Unbefugte fernzuhalten, sondern eher dazu, die unkontrollierte Ausbreitung der neuen Lebewesen zu verhindern. Es gibt zunächst mal unter Umständen reale Gefahren bei der Arbeit mit Mikroorganismen. Das sind einmal Bakterien, Viren sollte man vielleicht dazu zählen, die Krankheitserreger sind. Wenn man mit diesen Organismen arbeitet, ist es durchaus denkbar, dass durch das Hinzufügen von neuen genetischen Eigenschaften unter Umständen aggressivere Organismen sozusagen entstehen können. Das muss natürlich nicht sein, aber das ist möglich und das ist also ein Risikopotenzial. Ein weiteres für uns als Umweltschützer besonders relevant ist die Freisetzung von genetisch veränderten Organismen, die in für sie fremde Ökosysteme kommen und da unter Umständen unerwünschte Eigenschaften entwickeln können, die wir nicht vorhersehen können, in jedem Fall zumindest. So ist es kein Wunder, dass Kritiker und Befürworter mit nicht immer ganz sachlichen Argumenten aneinander geraten. In der Schweiz hatte die Eidgenössische Forschungsanstalt im Labor mit gentechnisch veränderten Kartoffeln experimentiert. Als die Forscher im vergangenen Frühjahr mit den virusresistenten Kartoffeln ins Freiland wollten, besetzten Greenpeace-Aktivistinnen und Aktivisten kurzerhand das Gelände und pflanzten Blumen auf dem Versuchsacker. Die Wut des ausgesperrten Forschers, der seine 10-jährige Arbeit in Gefahr sah, war begreiflich. Am nächsten Tag brach die Polizei die Greenpeace-Aktion ab. Die genmanipulierten Kartoffeln wurden ausgepflanzt, mit vollem Erfolg, wie die Forscher im Dezember berichteten. Die Proteste dauern jedoch an. Professor Gassen, ein profilierter Befürworter der Gentechnik in Deutschland, hat die Radikalisierung des Protests am eigenen Leib verspürt. Sein biochemisches Institut in Darmstadt wurde das Ziel eines Brandanschlags einer Gruppe, die sich Zornige Viren nannte. Und das, obwohl hier biochemische Arbeiten nur in der niedrigsten Sicherheitsstufe 1 verrichtet werden. In unserem Staatswesen, wo ja Industrie und Wissenschaft so stark sind, müssen Kritiker sein. Allerdings würde ich mir von den Kritikern manchmal etwas mehr Sachverstand wünschen und vor allen Dingen auch die rechtzeitige, objektive Diskussion. Unsachgemäße Kritik meinen die Wissenschaftler auch beim einzigen Freisetzungsexperiment in Deutschland zu orten. Die rosafarbenen Petunien des Max-Planck-Instituts für Züchtungsforschung in Köln wurden zum Stein des Anstoßes für eine kritische Öffentlichkeit und eine Bürgerinitiative. 2 Freisetzungsexperimente mit den gentechnisch veränderten Pflanzen fanden 1990 und 1991 statt. Auf einen dritten, bereits genehmigten Versuch in diesem Jahr verzichtete das Institut. In der Natur kommen nur blaue, rote oder weiße Petunien vor. Durch das Einschleusen eines Gens aus einer Maispflanze entstammten die rosa Petunien, die diese Farbe nun weitervererben können. Kritiker argwöhnten, dass das Petunien-Experiment nur dazu dienen sollte, die Öffentlichkeit an die Freisetzung genmanipulierter Pflanzen in Deutschland zu gewöhnen. Das Misstrauen gegen die Gentechnik ist tief verwurzelt. Die Forscher beklagen das mangelnde wissenschaftliche Verständnis für ihre Arbeit, die doch letztlich dem Fortschritt und dem Wohl der Menschheit diene. Es ist sicherlich sehr schwierig für einen Laien nachzuvollziehen, was dort an Arbeiten gemacht wird, wie Gentechnik
überhaupt aussieht, wie das in der Praxis aussieht, im Labor. Trotzdem meine ich, dass die Auswirkungen dieser Technologie auf unser Leben, auf unsere Gesellschaft so gravierend sind, dass auch die Öffentlichkeit auf jeden Fall mitzuentscheiden hat, was gemacht werden soll und was nicht gemacht werden soll, wo Grenzen zu ziehen sind. Das ist eine Entscheidung, die uns alle betrifft. Und das kann und darf nicht allein den Experten überlassen werden. So kommt es, dass Deutschland seit 2 Jahren das strengste Gentechnikgesetz der Welt hat. Durch den bürokratischen Aufwand für die Genehmigungsverfahren fühlen sich viele Forscher in ihrer Arbeit behindert. Auf der anderen Seite müssen die Wissenschaftler einsehen, dass die Bevölkerung verängstigt ist, dass sie nach all den Erfahrungen, die sie in Deutschland hat, dass ihnen immer wieder zugesichert wurde, siehe Nutzung der Atomenergie, siehe Umweltproblematik mit Chemikalien, das sei alles ungefährlich, dann war es ein bisschen gefährlich, dann war es sehr gefährlich und zum Schluss musste es entsorgt werden. Und dass man nach der Erfahrung der Bevölkerung nicht zumuten kann, dass sie tump und gläubig alles das übernimmt, was einzelne Wissenschaftler oder die Industrie versichern, sondern das muss kritisch überprüft werden, es muss immer wieder hinterfragt werden. Und der Betreiber, der nun mal sein Experiment im Freiland machen will oder später seinen Nutzen natürlich daraus ziehen will, der ist im Grunde nach meiner Meinung beweis- und bringpflichtig. Ungefährlich ist die Laborarbeit sicherlich nicht, wenn es um Bakterien oder Viren geht. Gerade bei diesen Lebewesen hat die Wissenschaft die schnellsten Fortschritte in der Genmanipulation erzielt. Die Gefahr bei Freisetzungen besteht darin, dass Mikroorganismen von Natur aus ihr Erbgut mit anderen Lebewesen austauschen. Daher könnten genmanipulierte Bakterien in der freien Natur unkontrollierbare Folgen für die Umwelt auslösen. Die erste offizielle Freisetzung gentechnisch veränderter Bakterien erfolgte vor 5 Jahren auf einem Erdbeerfeld in Oakland, Kalifornien. Die hier freigesetzten Frostschutzbakterien sollen eine Schädigung der Pflanzen durch Eiskristalle verhindern. Keine Ernteausfälle mehr bei Frost im Frühjahr, behaupten die Befürworter. Wir setzen das in Jahrtausenden entstandene Gleichgewicht der Natur leichtfertig aufs Spiel, meinen die Kritiker. Wie groß das Risiko tatsächlich ist, wird man vielleicht erst zu spät erkennen. Auch in den USA werden Freisetzungsexperimente nicht dem Gutdünken der Wissenschaftler überlassen. Das amerikanische Gesundheitsamt kontrolliert und genehmigt alle Versuche. Derzeit laufen weltweit etwa 600 Experimente und es gab keinen einzigen Zwischenfall, bei dem man sagen könnte, dass jemand durch die Freisetzung genetisch veränderter Lebewesen zu Schaden gekommen wäre. Das ist auch der Grund, dass der Gentechnikausschuss des Gesundheitsamtes regelmäßig die Richtlinien für gentechnische Arbeiten überprüft und sie dann immer wieder gelockert hat, weil sie so ausreichen. Paul Burke hat vor 21 Jahren die Gentechnik erfunden und damit den Forschern ein Werkzeug in die Hand gegeben, mit dem sie jetzt schon beginnen, die Evolution nach eigenen Ideen zu steuern. Die Befolgung der Richtlinien sei Schutz genug vor unliebsamen Folgen. Die Freisetzung genetisch veränderter Lebewesen ist ein Experiment. Versuche, die im Labor gemacht werden können, werden wir wahrscheinlich im Labor machen. Aber um die Nützlichkeit zu testen, muss man hinaus aufs freie Feld. Und meines Erachtens, wenn wir die Versuchspflanzen sorgfältig gepflegt und die Richtlinien sorgfältig befolgt haben, so sehe ich überhaupt keine Probleme darin, solche Versuche in der freien Natur zu machen. Selbstverständlich muss zuerst einmal im Labor die Unschädlichkeit von genetisch veränderten Mikroorganismen an Versuchstieren überprüft werden. Diese Tests sagen aber nichts über eventuelle Langzeitfolgen aus. So bleibt ein Unbehagen bestehen und man denkt unwillkürlich an den Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nicht mehr los wurde. Vor kurzem kamen nun auch Lebensmittel in den Handel, bei deren Herstellung genmanipulierte Organismen verwendet wurden. Ein Dutzend dieser neuen Produkte will die EG-Kommission auf gesundheitliche Risiken überprüfen lassen. Kennzeichnungspflicht wird es aber keine geben. Ist ja logisch, denn wer wird schon freiwillig das Versuchskaninchen spielen wollen? Wenn Sie irgendeine Ware jetzt mit einem Aufkleber versehen, aus gentechnischer Produktion, da können Sie sicher sein, dass Sie nicht eine Dose oder eine Packung verkaufen, weil das im Augenblick für unsere Bevölkerung ein absolutes Warnsignal ist.
Und ganz klar muss Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung gemacht werden. Es muss erklärt werden, warum es ungefährlich ist. Und es muss erklärt werden in einer Weise, die für unseren Mitbürger überzeugend wirkt. Also nicht durch die Interessensvertreter, nicht in einer Sprache, die dem normalen Mitbürger nichts sagt, sondern es muss sich Personen, die öffentliches Ansehen genießen, müssen sich dahinter stellen. Sie müssen es eben so erklären, dass der andere das versteht und zumindest, dass er sagt, ich probier's mal. Bis dahin wird aber noch viel Zeit vergehen, weil die meisten Konsumenten vor dem Verzehr genmanipulierter Tiere zurückschrecken. Die Erzeuger dieser unnatürlich großen Karpfen, in normaler Größe liegen sie zum Vergleich daneben, hoffen recht bald mit ihren Gentech-Produkten auf den Markt zu kommen, denn Forschung muss sich ja rentieren. Andere Produkte haben sich bereits klammheimlich in den Markt eingeschlichen. So zum Beispiel das gentechnisch hergestellte Kymosin, das Käse schneller als bisher reifen lässt. Eine Käserei in England verwendet seit einiger Zeit das Produkt aus dem Genlabor einer holländischen Firma. Selbstverständlich, ohne auf der Verpackung darauf hinzuweisen. Das Problem ist natürlich in diesem Zusammenhang, dass ich unter Umständen nicht weiß, was ich kaufe, solange das nicht deklariert ist. Und da nützt der aufgeklärte Verbraucher herzlich wenig, wenn er nicht entscheiden kann am Verkaufsstand, was er kauft, weil er es schlicht nicht weiß. Das Fehlen von Kontrolle, Deklaration und Zulassung grenzt an Täuschung, meint man beim Genethischen Netzwerk. Hier wurde eine Kampagne gegen das Essen aus dem Genlabor gestartet. Ich gehe mal davon aus, dass keine Firma mit Absicht ein gesundheitsschädliches Produkt auf den Markt bringt. Nur die Frage, die sich hier auch stellt, was heißt das für einen Mensch, der sein Leben lang genmanipulierte Nahrung zu sich nimmt? Was sind das für Langzeitauswirkungen, die dort auftreten können? Und kann ich auch immer einen kausalen Beweis führen, dass eine bestimmte Beeinträchtigung der Gesundheit auf ein bestimmtes Produkt zurückzuführen ist? Auch Grundnahrungsmittel wie Brot werden heute schon mit Hilfe gentechnischer Produkte erzeugt. Bäckereien in Großbritannien verwenden eine genmanipulierte Hefe, die den Teig schneller backfertig macht. Der Eingriff der Geningenieure in das Erbgut der Hefe bleibt aber nicht nur auf die Backhefe beschränkt. Deutsche Brauereien investieren Millionen in die Genforschung, um mit den maßgeschneiderten Brauhefen die Gärzeit zu verkürzen. Auch können alkoholfreie Biere mit den genmanipulierten Hefen in einfacheren Verfahren gebraut werden. Interessanterweise kein Verstoß gegen das Reinheitsgebot der Bierbrauerei. Denn Hefe bleibt Hefe, auch wenn artfremde Erbeigenschaften eingebaut worden sind. Aber keine Sorge, Bier aus genmanipulierter Hefe ist, zumindest in Deutschland, noch nicht im Handel. Schwieriger als bei Mikroorganismen ist der Einbau artfremder Gene bei Säugetieren. Die Maus musste als Versuchstier dafür herhalten. Das Einpflanzen eines fremden Gens in ein Mäuseembryo zählt heute zu den Routinearbeiten der Geningenieure. Unter dem Mikroskop ist der Mäuseembryo, hier noch in Form eines einzelligen Lebewesens, gut erkennbar. Das Einschleusen des Gens in den Embryo vergleichen Kritiker mit dem Schuss eines Blinden auf eine Zielscheibe. Nicht zu Unrecht, denn nur 1-2% der Versuche glücken. Wird das artfremde Gen aber angenommen, so vererben es die Tiere auch weiter. Diese Maus eröffnet einen besonderen Blick in die Zukunft. Sie wurde in einem Labor der Harvard-Universität gentechnisch so aufbereitet, dass sie sozusagen auf Knopfdruck an Krebs erkrankt. Ein Patentschutz für diese Krebsmaus wurde 1988 in den USA und vor kurzem auch in Europa erteilt, damit diese für die Krebsforschung wichtige Mäuserasse in Lizenz verkauft werden kann. Ironischerweise ist der Patenteigentümer der Harvard-Krebsmaus ein Chemiekonzern, der weltweit die meisten krebserregenden Chemikalien erzeugt. Die Patentierung höherer Lebewesen ist stark umstritten. Von vielen Kritikern wird sie als eine Grenze angesehen, die man besser nicht überschritten hätte. Das Patentrecht sieht vor, dass ein Schutz für Erfindungen vergeben wird. Für Erfindungen mag es gerechtfertigt sein, man muss sicherlich da auch nochmal in Einzelbereichen gucken, wann und wo Grenzen gesetzt werden sollen, zum Beispiel für medizinische Erfindungen. Was aber auf keinen Fall sein kann, dass eine Entdeckung, nämlich ein Gen, das sequenziert wird, das ist ja nichts anderes als eine Entdeckung,
dass so ein Gen oder auch Teile des Menschen einen Patentschutz erlangen dürfen. Also allein von der Begrifflichkeit Patentschutz sollte sowas nicht möglich sein. Doch Patente und Lizenzen sind vor allem im Bereich der Pharmaindustrie lebensnotwendig, um die Forschungskosten hereinzubringen. Auf dem Gebiet der Medikamenteerzeugung hat die Gentechnik unglaubliche Resultate erzielt. So wurde zum Beispiel an der Tierärztlichen Universität Wien in Mäuseembryos ein Gen eingeschleust, das bei den erwachsenen Tieren nun die Produktion von menschlichem Interferon auslöst. Gewonnen wird dieses krebshemmende Medikament aus der Mäusemilch. Doch ist das Melken nicht jedermanns Sache. Schon denken die Forscher daran, Kühe auf die gleiche Art genetisch zu verändern, um größere Mengen des Antikrebsmittels zu gewinnen. Das transgene Tier als Medikamentenfabrik ist keine Science Fiction mehr. In Deutschland geht die staatliche Forschung in die gleiche Richtung, auch wenn man es vorläufig noch etwas vorsichtig formuliert. Mithilfe der Gentechnologie werden möglicherweise in den nächsten Jahren neue Möglichkeiten geschaffen werden, indem bestimmte Medikamente, bestimmte Stoffe in Nutztieren produziert werden können, die dann der menschlichen Medizin zugeführt werden. Diese Schafe werden demnächst genetisch veränderte Schafembryos austragen. Sozusagen Leihmütter für die Forschung. Unsere Versuche zielen darauf ab, einen der Blutgerinnungsfaktoren in der Milch von genetisch veränderten Schafen zu produzieren und zu gewinnen, um auf diese Weise mit Hilfe von ein paar wenigen Tieren den Bedarf in Deutschland, vielleicht auch noch darüber hinausgehend, nach diesem Blutgerinnungsfaktor 8 zu decken. In 4 bis 5 Jahren soll es soweit sein. Derzeit gibt es erst 2 transgene Tiere aus etwa 100 Versuchen. Leider geben die beiden keine Medikamentenmilch, denn es sind Böcke. Ein gutes Stück weiter ist man in Großbritannien. Dort gibt es bereits sowohl Schafe als auch Ziegen, die wertvolle Medikamente produzieren. Auch hier sind die ethischen Probleme nie durchdiskutiert worden. Und es mutet seltsam an, dass diese transgenen Tiere in Fachzeitschriften Bioreaktoren genannt werden. Wohl das ehrgeizigste medizinische Projekt mit transgenen Tieren betreibt Professor White. Tiere als Organersatzteillager für den Menschen. Was wir versuchen, ist, ein genetisch verändertes Schwein zu schaffen, das für alle möglichen Organtransplantationen zur Verfügung steht. Wir werden in 5 bis 10 Jahren unser Ziel erreicht haben. Zweifellos wird es jede Menge emotionaler Reaktionen auf unser Projekt geben. Aber wir transplantieren ja jetzt schon Herzklappenmuskel vom Schwein. Was macht es für einen Unterschied, wenn wir in Zukunft das ganze Herz transplantieren werden? Manche Leute sind gegen das Transplantieren von Schweinehaut bei schweren Brandwunden. Dieselben Leute akzeptieren aber schweinslederne Schuhe. Wo ist da der Unterschied zwischen Schweinehaut für Schuhe oder für Verbrennungen? Ich meine, dass die Nutzung von Schweinen zu therapeutischen Zwecken weniger unannehmbar ist als die Verwendung dieses Tieres, um Schinken zum Frühstück zu braten. Das Jahrhundertgeschäft der Pharmaindustrie liegt aber nicht in der Entwicklung transgener Tiere, sondern in diesen Farbklecksen. Genetisch veränderte Mikroorganismen als Fabrik für Medikamente, deren Herstellung bisher teurer oder gar unmöglich war. Bakterien sollen den Genfabriken bereits um die Jahrtausendwende über 50 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaften. Die Chemiegiganten stecken Milliarden in die Forschung, um sich die Spitzenplätze auf dem Markt der Zukunft zu sichern. Denn nur mit Gentechnik können seltene menschliche Eiweißstoffe in großen Mengen erzeugt werden. Und nur mit Hilfe dieser Stoffe wird man in Zukunft viele der heute noch unheilbaren Leiden heilen können. Erbkrankheiten, Krebs oder AIDS sollen durch die Gentechnik besiegt werden. In Deutschland sieht es für die Gentechnikindustrie nicht so rosig aus. Die Insulinanlage der Firma Höchst blieb in Bürgerprotesten und im Paragraphendschungel stecken.
Das strenge Gentechnikgesetz erschwert die rasche Errichtung gentechnischer Produktionsstätten, sodass Firmen wie Höchst mit ihren Projekten ins gentechnikfreundliche Nachbarland Frankreich ausweichen. Auch wird die Abwanderung junger Wissenschaftler beklagt, die im Ausland interessantere Angebote bekämen. Kritiker dagegen meinen, das Gesetz sei nicht streng genug. Doch die Gentechnikbefürworter machen sich für eine Lockerung des Gesetzes stark. Um es offen zu sagen, das Gentechnikgesetz ist viel zu weit gegangen. Nicht in den Fragen der Haftung, sondern in den Fragen der öffentlich-rechtlichen Genehmigung. Wenn das Gentechnikgesetz nur, wie es die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages vorgeschlagen hat, nur aufgenommen hätte, die damals schon bestehenden Richtlinien für die Prüfung gentechnischer Vorhaben durch die große Kommission, die beim Bundesgesundheitsamt bestand, dann wären die, glaube ich, berechtigten Klagen heute nicht erhoben worden. So haben wir, ich muss wohl sagen, leider das strengste Gentechnikgesetz der Welt und sind dennoch den Gefahren der Gentechnik ausgesetzt, denn gleich auf der anderen Seite der Grenze beginnt die Gentechnik in anderem Maße und wir leben in Europa sehr eng beieinander. Auch hier sollte also die Europäische Gemeinschaft Maßstäbe setzen. Sie hat schon zwei Richtlinien für die Gentechnik erlassen, aber die dort vorgesehenen Schutzregeln sind von der Bundesrepublik weit überboten worden. Was die Europäische Gemeinschaft machen sollte, wäre auch einen Schutz der Forschung und vielleicht auch einen Schutz der industriellen Erzeugung im Bereich der Gentechnik zu garantieren. Also eine kalifornische Lösung. Das Land, in dem die Gentechnik erfunden wurde, gilt als das Biomekka wegen der besonders milden Genehmigungsverfahren. Deshalb findet man hier in Kalifornien ein Drittel aller gentechnischen Firmen. Und ein neues Gesetz soll es in Zukunft den Gentechnikfirmen noch einfacher machen. Denn die Vereinigten Staaten wollen in den 90er Jahren ihren Vorsprung in der Gentechnik noch weiter ausbauen. In den USA liegt auch die Koordination des ehrgeizigsten Forschungsprojekts der Menschheitsgeschichte. Die lückenlose Erfassung des menschlichen Genoms. Jedes menschliche Gen soll geortet, isoliert und synthetisiert werden können. Täglich entdecken die Forscher 30 bisher unbekannte menschliche Gene. Etwa 15 Jahre wird es dauern, bis man alle Gene kennt. Die Folgen des Projekts sind unabsehbar. Schon werden Patente auf menschliche Gene angemeldet. Genomanalysen werden die Disposition für Krankheiten bei jedem einzelnen Menschen offenlegen. Die Züchtung einer verbesserten Menschheit steht vielleicht auch eines Tages zur Debatte. Die Frage bleibt, ob wir der gentechnischen Machbarkeit ethische Grundsätze opfern sollen. Und wo schließlich noch Grenzen gezogen werden können. Es wäre naiv zu glauben, dass man Gentechnik einfach verbieten kann. Wir werden lernen müssen, in einer sich rasch ändernden Welt zu leben. Doch die Gentechnik bleibt eine Reise ins Ungewisse.